Zoos, Tierversuche, Massentierhaltung. Aus ethischer Sicht durchaus problematisch. Auch Juristen beschäftigen sich immer mehr mit der Frage, was wäre, wenn wir Tiere wie Personen behandeln würden? Es ist an der Zeit, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren, was wir Tieren wirklich schulden. Mein Name ist Charlotte Blattner. Ich arbeite als Oberassistentin am Institut für öffentliches Recht der Universität Bern. Dort spezialisiere ich mich auf das Klima- und Tierrecht. Als Menschen sind wir verletzlich und empfinden Gefühle. Darum haben wir Grundrechte, wie etwa das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Freiheit. Dasselbe muss natürlich für nichtmenschliche Tiere gelten, die empfindungsfähig sind, die also die Fähigkeit haben, Schmerzen, Leiden und Ängste zu empfinden, aber auch Vergnügen oder Freude. Elefanten etwa gelten als soziale und besonders emotionale Tiere. Sie betrauern tote Herdenmitglieder, helfen sich gegenseitig in Not und erkennen sogar ihr eigenes Spiegelbild. Das ist happy. Die Elefantenkuh lebt schon seit 14 Jahren alleine in ihrem Gehege. Anwälte des Non-Human Rights Project zogen kürzlich vor das oberste Gericht von New York und forderten, Happy soll wie eine Person behandelt und deshalb freigelassen werden. Nicht in die Wildnis, aber in ein Schutzgebiet mit mehr Platz und anderen Elefanten. Die Schweiz könnte sogar einen Schritt weiter gehen. Baslerinnen und Basler stimmen bald darüber ab, ob Primaten gewisse Grundrechte erhalten sollen. Das heißt, der Kanton dürfte künftig keine Primaten halten oder Tierversuche an ihnen durchführen. Das Problem: private Unternehmen wie der Basler Zoo und Pharmakonzerne wären davon nicht betroffen. Für Charlotte Blattner, die an der Initiative mitgewirkt hat, ist es dennoch mehr als reine Symbolpolitik. Die Initiative regt die Forderung an, dass wir uns wirklich überlegen, beschönigen wir unseren Umgang mit den Tieren mittels dem Tierschutzgesetz und was schulden wir anderen Tieren wirklich? Das Schweizer Tierschutzgesetz gilt als eines der strengsten der Welt. Wir dürfen Tieren keinen ungerechtfertigten Schmerz oder Schäden zufügen und sie nicht in Angst versetzen. Doch Tierschutz ist nicht gleich Tierrecht. Tiere haben kein Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit. Sie dürfen aus wirtschaftlichen Gründen eingesperrt, gezüchtet, verkauft werden. Es werden Tiere für kulinarisches Vergnügen, oft auch einfach als Wegwerfprodukt, getötet. Vor allem die Massentierhaltung schadet oft auch uns selbst. Gerade diese Nutzungsformen sind Grund für das Auftreten von etwa Schweinepest, Geflügelpest, BSE oder auch weitgehenden Antibiotikaresistenten. Doch würden Grundrechte für Tiere bedeuten, dass wir sie nicht mehr nutzen dürfen? Die Frage, ob Grundrechte gänzlich zum Ausschluss der Nutzung von Tieren führt oder ob damit nur die extremsten Formen der Nutzung von Tieren, wie etwa die Massentierhaltung, verboten wurde, das wird in der Wissenschaft sehr stark diskutiert. Das können wir so für die Schweiz, gerade für die Schweizer Bevölkerung, nicht beantworten. Das muss eben Teil dieses Diskurses sein. In den USA haben Richter inzwischen entschieden, die Elefantenkuh Happy sei keine Person und habe deshalb kein Recht auf Freiheit. Aber die Tieranwälte geben sich nicht geschlagen. Sie ziehen das Urteil weiter.